Hey Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet zum Crashkurs für die Hornet. Wir kümmern uns heute, wie im letzten Teil angedroht, um die JSAWs. JSAW steht für Joint Standoff Weapon. Das sind im Prinzip größere JDAM, die deutlich weiter fliegen können. Da klappen oben von dem Behälter kleine Flügelchen aus und das gibt den Bomben ein bisschen mehr Reichweite. Ich glaube, auf Deutsch ist die korrekte Bezeichnung Gleitbombe. Die gibt es in zweierlei Ausführungen, einmal als AGM 154A und als AGM 154C. Die A-Variante ist im Kern eine Clusterbombe, die C-Variante ist eine hochexplosive Bombe. Wir haben die C-Variante geladen. Ich überlasse es euch, die Cluster-Variante auszuprobieren. Wir stehen noch auf dem Carrier, denn der Pre-Planned-Modus erfordert etwas mehr Arbeit als der Target-of-Opportunity-Modus aus dem letzten Teil. Und falls ihr den letzten Teil nicht gesehen habt, hier die Erinnerung, ihr könnt auch mit JSAWs den Target-of-Opportunity-Modus benutzen, den wir uns im letzten Teil angeguckt haben. Und genauso könnt ihr mit den JDAM, die wir uns im letzten Teil angeguckt haben, also die GBU 31 und GBU 38, auch den Pre-Planned-Modus benutzen, den wir uns jetzt anschauen. Wie schon bei den JDAM müssen auch die JSAW einmal vorher aktiviert werden. Die Storm Management System Bezeichnung für die AGM 154C ist JS für JSAW und dann das C für die Variante. Für die AGM 154A wäre es dementsprechend JSA, also JSA. Ich aktiviere die JSAW jetzt einmal und daraufhin geht auch hier wieder der Timer los. Den muss man 2,5 Minuten lang laufen lassen, bis hier 7 Minuten und 30 Sekunden stehen. In der Zeit wird sich das Alignment verbessern. Die Zahl 10 geht runter auf eine 1 und das Unstable geht zu Good. Ich beschleunige das Ganze mal eben im Spiel. Und da ist das Timing verschwunden. Die Bombe ist einsatzbereit. Auch hier wieder, wie bei den JDAMs im letzten Teil, zuallererst mal den E-Fuse setzen auf Instantaneous, sonst wird nichts explodieren. Und ich möchte heute im Pre-Planned-Mode bleiben. Die andere Station ist auch schon im Pre-Planned-Mode. Ich werde jetzt nicht mehr jeden Schritt einzeln erklären, denn es ist wirklich gleich aufgebaut zu den JDAMs aus dem letzten Teil. Da habe ich die Funktionen etwas genauer erklärt. Gut. Beide sind im Pre-Planned-Mode. Im letzten Teil haben wir hier oben drauf gedrückt, Display JDAM. Heute drücken wir hier unten drauf, Display JSAW. Und es ist, oh Wunder, die gleiche Seite. Nur müssen wir heute nicht mit Wegpunkten rumhantieren, sondern mit Koordinaten. Ich habe mir entsprechende Koordinaten schon mal aufgeschrieben. Ihr könnt sie aber auch ganz einfach selbst rausfinden. Wir gehen mal auf die F10-Karte. Und weg von der Trägergruppe hin zu unseren Zielen. Ich möchte die gleichen Ziele bekämpfen wie im letzten Teil, nur dieses Mal nicht 4 auf einmal, sondern ausnahmsweise mal nur 2. Wir nehmen hier wieder diese A50 Mainstay, die hier einfach mitten auf dem Apron rumsteht, und wieder den Tarkan-Sender. Ich habe mir die entsprechenden Koordinaten schon rausgeschrieben. Wenn ihr euch Ziele raussucht, dann braucht ihr entsprechende Koordinaten, und zwar im Sechsagesimalformat mit Dezimalsekunden. Normalerweise werden Wegpunkte im Dezimal-Minuten-Format angegeben, also das heißt, die Minuten der Koordinate haben eine Dezimalstelle. Die Koordinaten für die Waffen brauchen wir mit Dezimalsekunden. Ist also einfach ein anderes Format. Schaut gerne mal auf meinem Kanal in die Grundlagenreihe, da habe ich ein Riesenvideo über Koordinatenformate gemacht. Dann sollte das danach auch kein Problem mehr sein. Wir kriegen die Koordinaten im passenden Format über den Missionseditor raus. Hier oben stehen gerade MGRS-Koordinaten. Ich möchte das korrekte Format haben. Ich drücke links Alt und Z. Und zufällig nach dem ersten Druck ist es direkt das korrekte Format. Die Sekunden des Längen- und Breitengrads haben einen Dezimalanteil. Genau das suche ich. Ich habe mir schon Koordinaten rausgeschrieben für die Mainstay und für den Tarkan-Sender und auch die Elevation in Fuß. Schreibt ihr euch für eure Ziele gerne eure eigenen Koordinaten raus. Ich werde euch die jetzt nicht vorlesen, aber ihr wisst jetzt, wo ihr sie findet und welches Format ihr braucht. Und diese Koordinaten gebe ich jetzt schlicht und einfach ein, und zwar auf der Mission Page. Hier kann ich wählen zwischen 6 unterschiedlichen Pre-Planned Points und die sind gerade durchgeixt, und zwar allesamt, weil, naja, es liegt noch keine Koordinate dahinter. Das heißt, ich muss hier bei Target irgendwas reinkriegen, und naheliegend ist die UFC-Target-Funktion.
Wenn ich da drauf drücke, kriege ich diverse Optionen. Terminal Phase, Position, Elevation. Terminal Phase hatten wir auch im letzten Teil schon, ist noch nicht implementiert, aber im letzten Teil habe ich euch theoretisch erklärt, was man da eintragen kann und was das bringt. Position hört sich so an, als müssten wir da jetzt eine Koordinate reinschreiben. Latitude, Longitude. Ich wähle Latitude aus. Die erste Bombe kriegt die Koordinaten des Tarkan-Senders. Und mit ausgewählten Latitude fange ich jetzt einfach an zu tippen. Nord. Und was habe ich mir notiert? 26 Grad und 31 Minuten und 23 Sekunden. Einmal auf Enter drücken und jetzt einfach den Dezimalteil eingeben. Punkt 07 habe ich mir notiert. Das wird dementsprechend so übernommen. Das gleiche nochmal für Longitude, also den Längengrad. Das ist Ost, 54 Grad, 0 Minuten, 39,81 Sekunden. Und übernommen. Zu guter Letzt muss ich noch die Elevation füllen. Und dazu muss ich hier aus dem Menü wieder raus, also einmal UFC abwählen, wieder anwählen. Elevation in Feet sind hier 72. Und schon habe ich den ersten Pre-Planned Point gefüllt. Der ist dementsprechend jetzt auch nicht mehr ausgext. Das könnte ich jetzt natürlich noch weiter treiben und dieser Station mehrere Pre-Planned Points mitgeben, damit ich während der Mission volle Flexibilität habe. Möchte ich aber nicht. Ich möchte stattdessen der anderen Station auch noch einen Pre-Planned Point programmieren, nämlich das andere Ziel. Auch hier wieder. Die Punkte werden pro Station konfiguriert bzw. programmiert. Ich habe jetzt die Station gewechselt mit Step und diese Station hat noch keinen Pre-Plan Point. Auch hier, den gebe ich jetzt mal eben schnell ein. Position, Latitude. Ich spare mir das Vorlesen der Zahlen. Einmal kurz die Koordinaten kontrollieren. 31, 14, 14, 59, 41. Ach, da habe ich mich doch in der Tat vertippt. Da sollte eine 77 sein, keine 27. Na gut, dass wir es rausgefunden haben. Also nochmal eingeben. Und jetzt 77. So, korrigiert und noch schnell die Elevation in Feet. Und auch der Pre-Planned Point ist gesetzt. Und damit bin ich im Kern fertig und mich hält nichts mehr davon ab, abzuheben. Sehr cool. Die Symbolik im HSI und auch auf dem HUD ist exakt gleich zum letzten Teil. Ich mache den Master Arm an und Air-to-Ground Mode. Und damit kriege ich die gewohnte Symbolik. Ist schon vorausgewählt. JSAW C, Preplanned, Manual und noch 3 Minuten bis zur Maximum Range. Wobei ich denke, den Wert kriegen wir noch runter. Und ich wollte ja noch Quantity 2 einstellen. Das kann ich nochmal eben machen. Dazu muss ich wieder auf die Display JSAW Seite, Quantity und beide Stationen. Und wieder Return. Schon werfe ich hoffentlich beide mit einem Druck auf den Pickle-Button ab. Eine letzte Kontrolle nochmal auf der Mission Page. Pre-Plan 1, Koordinate irgendwas mit 2307 und 1414. Die haben also unterschiedliche Koordinaten. Super. Und dann gewinne ich jetzt nochmal ein bisschen Höhe, um die JSON einfach ein wenig weiter zu schicken. Es gilt das gleiche wie bei dem JDAM. Mehr Höhe und mehr Geschwindigkeit gleich mehr Reichweite für die Waffen. Siehe, wie stark der Kreis wächst, wenn ich hier nur ein bisschen nach oben steige. Wobei, wenn ich jetzt gleich wieder runter pitche, dann hat sich das wahrscheinlich auch wieder erledigt. Unter Umständen kommen wir aber bei beiden Zielen so in Reichweite. Mal schauen. Jetzt verliere ich aber langsam zu viel Geschwindigkeit. Nummer 1 ist in Range und beide sind in Range. Dann würde ich sagen, hauen wir die beiden Dinger mal raus. Und da fliegen sie.
Und das ganz schön weit. Ach, ich habe ja gar keine Wegpunkte. Ha, na super. War auf jeden Fall relativ weit. Und da sieht man schön, was ich vorhin mit Flügelchen meinte. Ein paar Auftriebsgeneratoren, die an der Bombe selbst ausklappen. Und das macht sie zur Gleitbombe. Die beiden fliegen jetzt halt dementsprechend ihre Ziele an. Und in der Terminal Phase macht die JSON noch ein kleines Pop-Up-Manöver, um diesen kleinen Tarkan-Sender am rechten Bildrand zu treffen. Am linken Bildrand gerade die Mainstay, die gerade verschwunden ist. Mal schauen, ob ich gleich, wenn ich hier ein bisschen rauszoome, sollte ich doch beide sehen können. Da ist schon der erste explodiert, da habe ich es mal wieder verpasst. Da ist die JSON auf den Tarkan-Sender eingeschlagen und da sehen wir noch die Rauchsäule von der A50. Und in der Zeit sind wir sogar auch schon über die Ziele geflogen und können da unten die beiden Rauchsäulen sehen. Die haben also voll getroffen. Ich finde das nach wie vor total cool, Präzisionswaffen auf zwei unterschiedliche Ziele mit einem einzigen Knopfdruck zu lenken. Okay, das hört sich total falsch an. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt mich ja doch schon lang genug. Denkt dran, ihr könnt die JSON, also die Gleitbomben, auch mit dem Target of Opportunity Node nutzen und genauso könnt ihr die JDAM, also die normalen freifallenden Bomben aus dem letzten Teil, auch mit dem heute durchgesprochenen Preplanned Mode nutzen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, das auszuprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!